Schauen wir nur ein paar Tage zurück, dann herrschen hier noch schweißtreibende Temperaturen von über 30 Grad vor und die Sonne strahlte. Mit Beginn der Woche hat es einen regelrechten Temperatursturz mit aktuellen Höchstwerten um die 15 Grad und Regenschauern gegeben. Trotzdem ist das Strandbad Planitz noch geöffnet. Wir haben heute mal nachgefragt, wie es dort aktuell so aussieht. Verabredet waren wir mit Tobias Reinsdorf. Bei unserem Eintreffen am heutigen Morgen herrschten Temperaturen von gerade einmal 10 Grad vor und das Bad war menschenleer. Ja, also wir hatten am Samstag nochmal 1.500 Leute und am Sonntag fast 2.000 Leute. Waren 30 Grad und am Montag früh kommst du hierher. Das ist alles wie ausgekehrt. Das Bad ist ja noch diese Woche geöffnet. Gibt es denn trotzdem noch die Verrückten, die sagen, stört uns nicht und ziehen ihre Bahnen hier? Ja, die gibt es jeden Tag. Also wir haben unsere Stammgäste, die wirklich jeden Tag hier schwimmen kommen. Und die nutzen das auch noch. Heute soll es ja trocken bleiben, auch wenn es jetzt noch sehr frisch ist. Aber wir haben auf jeden Fall immer unsere Stammschwimmer da. Definitiv ist aber am Sonntag hier dann Schluss. Also Sonntag der letzte Tag. Genau, Sonntag ist bei uns der letzte Tag. Dann ist ja der Triathlon in der Tlegau-Schwimmhalle. Und dann denke ich, können wir auf eine gelungene Saison zurückblicken. Gelungene Saison heißt, du hattest ja im Vorbericht schon einiges gesagt, der Sprungturm wurde fit gemacht, die Beachvolleyballanlage, die Gastronomie. Erzähl einfach mehr, wie ist der Sommer gelaufen? Also wir können mit dem Sommer wirklich sehr zufrieden sein. Ich denke auch, die Gastronomen können sehr zufrieden sein. Ich habe auch nichts anderes gehört. Ja, unsere Sportanlagen wurden sehr gut genutzt. Also der Beachvolleyball, das ist gut angekommen. Und die Sprunganlage, dass die wieder fit ist, das war halt eine Auflage vom TÜV. Und ja, das wurde alles wunderbar genutzt. Wie sah es denn am Ende mit den Wassertemperaturen aus, als die Lufttemperaturen über 30 Grad waren? Ach, da hatten wir im Schwimmerbecken bis 24 Grad, das hatten wir auch schon lange nicht. Und im Massagebecken teilweise bis 28 Grad. Und die Leute, also haben sich wohl gefühlt. Ist ja familienfreundliches Bad, also es gab keine Vorkommnisse und dass irgendwas hier nicht in Ordnung war. Ihr könnt sagen, es war wirklich eine gute Saison. Also rückblickend kann ich nur sagen, die müssen sich wohl gefühlt haben, weil es waren ja, also wir haben jetzt fast 79.000 Badegäste. Das ist ein sehr gutes Jahr. Letztes Jahr hatten wir 61.000 nur. Und also die Leute scheinen sich doch wohlgefühlt zu haben. Und ich kann von Vorfällen, Zwischenfällen, die üblichen Sachen, mal einen Krankenwagen oder irgendwas, aber nichts Gravierendes. Also wir können da, denke ich, auf unsere Arbeit auch sehr zufrieden, mit unserer Arbeit sehr zufrieden sein. Nach dem Fest ist ja immer vor dem Fest. Du hattest ja im Vorbericht schon angedeutet, ihr habt jetzt trotzdem, es geht weiter hier mit Baumaßnahmen, Stichwort Edelstahlbecken. Die Edelstahlsanierung, die findet nächsten Herbst statt. Also wir müssen uns noch ein Jahr gedulden und blicken da aber auch, denke ich, sehr zuversichtlich hin. Wenn jetzt hier alles clean gemacht wird, die Türen werden zugeschlossen, was sind jetzt hier noch die Arbeiten? Aber wir müssen noch ganz viel Grünanlagenpflege machen und Wasser ablassen, das ganze Gelände winterfit machen. Wir haben schon noch einiges zu tun. Da würde ich sagen, wir wünschen euch gutes Gelingen, sehen uns spätestens im Mai nächsten Jahres wieder, wenn wir erfahren wollen, was es Neues gibt, wenn ihr öffnet. Und als Alternative ist ja jetzt die Glückaufschwimmhalle geöffnet. Genau, also wir sehen uns nächsten Mai wieder und die Leute, die jetzt hier bei den Temperaturen nicht mehr schwimmen können wollen, die können gerne die Glückaufschwimmhalle besuchen. Für all diejenigen, die Statistiken mögen, bis zum 2. September diesen Jahres wurden 71.324 Besucher im Strandbad Planitz gezählt. Es waren natürlich sicher auch logistische Herausforderungen, wenn so viele Gäste hier waren, das Personal vorzuhalten. Wie ist es da gelaufen? Also ich kann mich da nur wirklich bedanken bei den Läden aus dem Johannesbad und auch aus der Tlegau-Schwimmhalle und bei meinen Läden natürlich ja auch. Von der Kassenfrau angefangen bis über die Putzfrau bis zu mir hoch und unserem Grünanlagenpfleger. Also die waren alle sehr flexibel, haben wunderbar mitgeholfen, weil man muss ja immer wettertechnisch alles erstmal geplant kriegen. Das ist gar nicht so einfach in einem Freibad, kann ich mich nur sehr bedanken. Wie bereits erwähnt, ist seit Mitte August die Glückaufschwimmhalle wieder geöffnet. Hier können jetzt im Herbst und dann auch im Winter die Schwimmer wieder ihre Bahnen ziehen. Auch für Reha-Sport und den Schwimmunterricht für die Jüngsten steht das Objekt zur Verfügung. Als wir heute vor Ort waren, konnten wir uns davon überzeugen, dass die Halle mit ihrer angenehmen Wassertemperatur gut genutzt wird. Die aktuellen Öffnungszeiten sowie Änderungen oder Einschränkungen finden Sie auf der Internetseite des Sportstättenbetriebes. Apropos Einschränkungen, morgen beginnt der Aufbau für den am 15. September stattfindenden Zwickau-Triathlon. Aus diesem Grund steht am 13. September der rechte Teil des Parkplatzes nicht zur Verfügung. Am 14. September ist der komplette Parkplatz gesperrt. Am Sonntag, dem 15. September, steht die Schwimmhalle nicht für das öffentliche Schwimmen zur Verfügung.